das ständige Kreisen um dich selbst oder um andere. Ist es wirklich so erfüllend? Hat dir denn das bis jetzt die Lösung gebracht und das Glück? Es ist der ständige Versuch durch Zirkulieren um deine eigene Situation oder um die Situation anderer. Entspannung, Frieden und Erfüllung zu finden. Aber hat es denn funktioniert? Funktioniert das denn? Ist denn das immer weitere Kreisen, das immer stärkere Verengen deines Fokuses, deiner Energie, deiner Aufmerksamkeit auf dich, deine Geschichte, deine Zukunft, deine Karriere, deine Probleme, das, was zum Ziel geführt hat? Oder ist das ständige Kreisen um andere, um ihre Probleme, was mit ihnen passiert, wie du ihnen helfen kannst, hat das denn zur Lösung geführt? Es hat nicht zur Lösung geführt. Es kann nicht zur Lösung führen. Das Kreisen um ich, mir, mein, meine Geschichte, meine Probleme, meine Zukunft, meine Erfüllung, mein Beruf und das Kreisen um andere führt nicht zur Verbindung, die du und wir alle suchen. Es ist das Notprogramm der Kindheit. Es ist aber nicht die Realität dessen, was wir sind. Denn wenn du genau schaust und einen Moment von der Anstrengung ablässt, dann stellst du vielleicht fest, dass doch eigentlich alles in deiner Aufmerksamkeit ist. Wenn du die Aufmerksamkeit nicht künstlich verengst auf dich oder andere, ist denn da nicht gleichzeitig alles da? Du und alle anderen. Und wenn das doch so ist, dass ohne die Anstrengung die Aufmerksamkeit, der Blick von alleine auf alles fällt, das ist wichtig, der entspannte innere Blick, die Aufmerksamkeit ohne einzugreifen, betrifft doch alles. Es ist doch nicht so, dass wenn du entspannt bist, dass du selber aus dem Fokus verschwindest. Und es ist doch auch nicht so, wenn du entspannt bist, dass die Menschheit und der Planet als Ganzes dir entgeht. Es ist alles gleichzeitig da. Und wenn das doch so ist, dann schau mal, was sich besser anfühlt. Das krampfhafte Drehen um dich selbst mit dem Versuch, für dich selbst eine Lösung zu finden. Das krampfhafte Drehen um andere, um für andere eine Lösung zu finden. Und im Vergleich dazu der entspannte Blick auf das Ganze.